Also das erste wäre, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir haben drei Grundprobleme, die meiner Auffassung nach in diesem Land nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmen. Das ist das mangelnde Mitentscheidungsrecht der Kommunen bei Großansiedlungen. Die werden zwar gehört, es wird auch abgewogen, aber die haben dann keine Möglichkeit, überprüfen zu lassen, ob die Abwägung richtig gewesen ist. Stichwort Windkraftanlagen. Das zweite Problem ist die Sanktionen bei Hartz-IV-Empfängern. Hartz IV ist ein Minimum, unter dem ist die Würde und die Gesundheit der Menschen gefährdet. Und da kann ich nicht reinkürzen, das ist aber gängige Praxis, 25.000 Mal im letzten Jahr in diesem Land. Und das dritte ist die Änderung des KAG, also die Überprüfung des kommunalen Abgabengesetzes, wo bisher geregelt ist, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung, nämlich die Grundbesitzer, für die Infrastruktur beim Wasser und Abwasser bezahlen und nicht die Nutzer insgesamt bei der Errichtung. Das sind alles Fragen der Gerechtigkeit und das muss dringend geändert werden. Das kann man mit Normenkontrollverfahren, das könnte ich als Abgeordneter über Anträge. Ich denke mal, die keine Parteiideologie wollen, sondern Sachargumente in der Politik und die Verantwortung wählen und verantwortliche Politiker und keine Chaostruppe, die nur den Biertisch in die Politik trägt. Ich mache eigentlich keine Versprechungen. Ich kündige an, was ich tue. Das tue ich in meiner Stadtvertretung, das tue ich im Kreistag, wo ich mitarbeite. Gerechtigkeit ist ein Grundproblem in diesem Land. Und das Zweite ist, diesem Land wieder eine Entwicklungsperspektive zu geben. Also seine Potenziale zu nutzen und nicht systematisch den ländlichen Raum abzubauen, sondern den Menschen dort die Möglichkeit zu geben, wieder an ihrer Zukunft zu bauen.